Gute gesagt. Heute gucken wir uns den Netflix-Film Texas Chainsaw Massacre an und schauen mal, wie der so wird. Ich habe gestern nochmal das Original geguckt, um mich ein bisschen aufzufrischen. Und ich bin mal gespannt, was da jetzt so bei rumkommt. Yeah. Also der Klappentext, den die bei Netflix haben, der liest sich ja schon mal richtig toll. Aufpassen. Ich zitiere. Schauspielerisch überzeugen Elsie Fischer und Jacob Lattimore. Nie gehört, keine Ahnung. Was? Der ursprüngliche Filmklassiker, an den diese Fortsetzung von 2022 anschließt, stammt aus dem Jahr 1974. Okay. Und um was geht's da? Ficken. Also Netflix, da müsst ihr noch ein bisschen üben. Ja. Yeah. Jetzt haben wir den Texas Chainsaw Massacre geguckt. Ja, eine ordentliche Schlachtplatte bekommt man da serviert. Richtig. Und ja, es ist mal so richtig schön zu sehen, wer da mal wieder so auf den Sack kriegt. Ha! Geil! Das gefiel mir jetzt mal sehr gut. Und ja, an sich hat der Film sehr gut unterhalten. Er war äußerst kurzweilig. Ich glaube, der geht ja auch nur 83 Minuten oder so. Und also Längen hat der Film überhaupt nicht gehabt. Das war großartig. Und ja, ihr wollt Kettensägen-Massaker. Ihr bekommt Kettensägen-Massaker. Das ist, ja, diesen Psychoterror von 1974, den hat er nicht so versprüht. Aber das kriegt mir, glaube ich, auch kein zweites Mal hin. Diese Zeiten sind, denke ich mal, vorbei, als man so guerillamäßig noch Filme gedreht hat. Aber der hat richtig gute Effekte. Angeblich heißt es ja die meisten, also es wäre kein... Wäre nur Practical Effects gewesen, aber ich meine doch da durchaus ein bisschen CGI herausgesehen zu haben. Aber ist scheißegal, das sah alles richtig gut aus, es war sehr gut geschnitten. Gerade so, wenn dann die Kettensäge durch diverse Körperteile wandert. Da war auch eine sehr lustige Szene dabei, wo wir gerade bei Körperteilen sind. Fand ich. Aber ich will nichts erzählen. Guckt euch den Film an, der ist großartig. Ja, und Sally Hardesty kommt zurück. Als, das kann man ruhig erzählen, das könnt ihr sowieso überall lesen. Die kommt zurück als so eine Art Sarah Connor. Ja, das war's schon. War ein kurzes Ding, aber ich hoffe, das hat euch trotzdem irgendwie gefallen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Nordin. Thank you.